Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem heutigen Video geht es mal wieder um einen gelösten Fall. Ich weiß, in den letzten Wochen waren die gelösten Fälle nicht so präsent und deshalb gibt es heute wieder mal einen. Das Opfer war die damals 18-jährige Heike Wunderlich aus Altensalz. Dies ist ein kleiner Ort in der Nähe von Plauen. Tattag war der 9. April 1987 und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 8. April 2009. Zu der Tatzeit gab es noch zwei deutsche Staaten, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Heike lebte in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, genannt DDR. Zusammen lebte sie mit ihren Eltern in dem kleinen Ort Altensalz. Sie war gelernte Stickerin, ging gerne aus, tanzte gerne, engagierte sich in der Kirche und im Jugendclub. Besonders lag ihr aber ihr Moped der Marke Simson S51M in der Farbe Rot am Herzen. Sie fuhr jeden Tag einen 10 Kilometer langen Weg, um nach Plauen zu kommen. Dieser führte durch einen Weg, war sehr einsam und Verkehr gab es dort so gut wie keinen. Am Tattag besuchte Heike zunächst ihre Mutter im Krankenhaus. Diese hatte gerade den Blinddarm herausbekommen und sollte schon am nächsten Tag wieder entlassen werden. Die Mutter gab Heike den Auftrag, dem Vater zu sagen, dass er sie morgen um 14 Uhr an der Klinik abholen soll. Nachdem Heike ihre Mutter im Krankenhaus besucht hat, zum Unterricht an die Volkshochschule in Plauen. Am Abend ist sie dann bei ihrer Freundin in der Innenstadt von Plauen. Gegen 21.45 Uhr verabschiedet sie sich dort und macht sich auf den Weg nach Hause, denn mit ihrem Vater war abgesprochen, dass sie nicht später als 10:30 wieder zu Hause ist. Am nächsten Morgen wundert sich der Vater dann, warum Heike nicht zu Hause ist. Er stellt dies sofort daran fest, weil ihr Haustürschlüssel nicht an dem üblichen Platz aufgehängt ist. Leider hatte er nicht die Möglichkeit, direkt bei der Freundin anzurufen, bei der Heike am Abend zuvor war. Der Grund ist, dass damals in der DDR der Großteil der Menschen auf dem Land auch zu dieser Zeit noch keinen Telefonanschluss hatten. Und auch die Wunderlichs hatten leider keinen Telefonanschluss. Der nächstgelegene Anschluss befindet sich dann im Nachbarhaus, von wo aus der Vater dann bei der Freundin von Heike anruft. Er erkundigt sich bei ihr, ob Heike da ist, da sie in der letzten Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Die Freundin sagt ihm aber, dass sie sich ganz normal am Abend dann auf den Weg nach Hause gemacht hat. Am Nachmittag des gleichen Tages fährt ein Soldat der Nationalen Volksarmee auf der Strecke zwischen Plauen und Altensalz. In der Sendung Aktenzeichen XY wird es so dargestellt, dass er da mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und als er austreten muss, entdeckt er die sterblichen Überreste von Heike. Sie wurde erdrosselt. Als sie gefunden wurde, war sie mit Blutergüssen übersät. Das Moped und Heike selbst wurden in einem Gebüsch in der Nähe eines Parkplatzes zwischen Plauen und Vogtsgrün gefunden. Die Polizei konnte bei Heike einige Sachen von ihr finden. Allerdings konnte nach dem Abgleich mit den Eltern ihr Personalausweis und der Haustürschlüssel nicht gefunden werden. Und an diesem Haustürschlüssel dürfte sie sich wahrscheinlich auch der Schlüssel für das Moped gefunden haben. In der Tatnacht hatte es heftig geregnet und aus diesem Grund konnte die Polizei keine Schuhabdrücke oder Fingerspuren feststellen.
Deswegen setzten die Beamten ihre ganze Hoffnung in die Observierung des Tatortes. Sie hofften, dass der Täter noch einmal an den Tatort zurückkommt. Denn wie wir alle wissen, kommt dies ja nun nicht gerade selten vor. Am 16. April 1987 tauchte dann tatsächlich eine Person am Tatort auf und verhielt sich merkwürdig. In der Sendung Aktenzeichen XY sah es dann so aus, als wenn er an dem Fundort von Heike kniete. Die Person entkam allerdings der Polizei und die konnte ihn dann nur noch wie folgt beschreiben. Mitte 30, dunkle Haare, so 1,75 Meter, 1,80 Meter groß und ziemlich kräftig gebaut. Die Polizei fragte dann Heikes Eltern, ob sie eine Person kenne, zu der diese Beschreibung passt und ob diese Person eventuell zum Freundeskreis von Heike gehört. Die Eltern verneinen dies aber. Daraufhin stellt die Polizei dieselbe Frage Heikes Freundin, bei der sie zuletzt an dem Abend vor dem Verschwinden war. Diese berichtet dann, dass Heike sich im Jahr zuvor, also im Frühjahr 1986, mit einem älteren Mann getroffen hat, auf den die Beschreibung durchaus passt. Die Polizei fragte dann weiter, ob der Mann zu diesem Zeitpunkt eventuell Heikes Freund war. Aber dazu konnte die Freundin keine richtige Auskunft geben. Sie hat zwar Heike daraufhin angesprochen, aber Heike hat die Sache irgendwie abgewiegelt und hat auch keine Fragen zu dem Mann beantwortet. Dieser unbekannte Mann, der in Wartburg fährt, bleibt über ein Jahr der einzige Hauptverdächtige in diesem Fall. Am 13. Juni 1988, also circa ein Jahr später, besuchen Heikes Eltern das Grab von ihr in Altensalz. Um 20.40 Uhr sehen die Eltern einen unbekannten Mann am Grab von Heike stehen. Da Heikes Vater diesen Mann nicht kennt, spricht er ihn an und fragt, was er denn am Grab seiner Tochter macht. Der Mann versucht sich herauszureden und sagt, dass er wegen einer anderen Person auf dem Friedhof ist. Daraufhin fragt Heikes Vater ihn, wer er denn ist und woher er kommt. Aber der Mann sagt, dies sei unwichtig und dass er da hinten auf einem Zeltplatz wohnt. Es konnte, so wie es aussieht, nie herausgefunden werden, wer der mysteriöse Mann auf dem Friedhof war. Heikes Eltern hat der Tod von Heike sehr getroffen. Sie sind damit niemals fertig geworden und leben bis heute sehr zurückgezogen. In der Nachbesprechung des Falls bei Aktenzeichen Y sagte der Kommissar, dass man sich sicher ist, den Fall noch lösen zu können. Er begründete dies damit, dass mittlerweile DNA-Spuren vom Täter gesichert werden konnten. Und weiterhin hoffte man auch, dass man die beiden Männer identifizieren kann, die auf jeden Fall in einer Beziehung zu Heike standen. Damit meinte man den Mann, den man am Grab gesehen hat, und den Wartburgfahrer, mit dem sie eventuell eine Beziehung hatte. Weiterhin berichtet der Kommissar, dass der unbekannte Mann, der an der Fundstelle von Heike gesehen wurde, eventuell der Wartburgfahrer gewesen sein könnte. Auch bestätigte er, dass Heike einen älteren Freund hatte, über den sie aber nicht gesprochen hat. Heike und dieser unbekannte Mann, vermutlich der Wartburgfahrer, sind zwischen Frühjahr und Herbst 1986 mehrfach zusammen gesehen worden. Auch zu dem zweiten Mann, der am Grab gesichtet wurde, machte die Polizei Aussagen. Sie ist sich sicher, dass er das Grab von Heike besucht hat
und er mit seinen Angaben, dass er auf dem nahegelegenen Zeltplatz gewohnt, gelogen hat. So, das war jetzt der Stand des Falls im Jahr 2009, als er bei Aktenzeichen Y dargestellt wurde. Kommen wir jetzt zur Lösung des Falls. Dazu beziehe ich mich auf einen Artikel aus der Welt vom 30. August 2017. Im Jahr 2015 fand man dank einer ausgefeilteren DNA-Analyse eine Spur. Sie passte zu dem heute 62 Jahre alten Helmut St. Punkt. Also, der ist dann heute mittlerweile 67 Jahre alt. Helmut St., also ich nenne ihn jetzt in der Folge nur noch Helmut, war Frührentner, der vor allem zu DDR-Zeiten häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Sein Vorstrafenregister wies Eintragungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf, wegen Fahrens ohne Führerschein, versuchter Republikflucht, Diebstahl und auch einmal wegen sexueller Nötigung. Fraglich war allerdings, ob die DNA-Spur und sein Vorleben ausreichten, ihn als Täter zu überführen. Mehr belastende Hinweise gab es nicht. Entlastende allerdings auch nicht. Jetzt wird einmal der entsprechende Ablauf vor Gericht beschrieben. Die Staatsanwaltschaft und der Anwalt der Nebenklage und vor allen Dingen die Verwandten von Heike Wunderlich, die nach Jahrzehnten der Ungewissheit erleichtert aufatmeten, als Mitte Dezember in Zwickau der Strafprozess gegen Helmut begann, waren überzeugt von seiner Täterschaft. Sie forderten eine lebenslange Freiheitsstrafe plus die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das heißt dann im Prinzip Sicherheitsverwahrung und dass er dann ganz, ganz große Schwierigkeiten hat, jemals wieder rauszukommen. Der Anwalt der Nebenklage entwarf in seinem Schlussvortrag ein eindrucksvolles Szenario, wie seiner Auffassung nach das Verbrechen begangen worden sei. Heike habe vermutlich eine Panne mit dem Moped gehabt, habe es schieben müssen und sei nachts im Wald dem Täter in die Hände gefallen. Da muss ich nochmal kurz einhaken. Bei der Darstellung in Aktenzeichen Y hat Heike dann tatsächlich am Tag des Verschwindens noch eine kleine Reparatur an dem Moped durchgeführt. Also es kann tatsächlich sein, dass sie wirklich, wenn das so korrekt dargestellt worden ist, eine kleine technische Problematik hatte, die sie selber behoben hat und die dann vielleicht in der Nacht wieder aufgetaucht ist. So, dann gehe ich wieder zurück zu dem Artikel aus der Welt. Der Täter habe sie dann gezwungen, sich zu entkleiden, habe sexuelle Handlungen verlangt und sein Opfer misshandelt und missbraucht, als sie seinen Wünschen freiwillig nicht nachkam. Schließlich habe er Heike dann mit ihrem BH erdrosselt. Als Täter käme nur Helmut in Frage, denn im Knoten des Wäschestücks, also des BHs, befand sich seine DNA. Probleme bei diesem Szenario ist jedoch zum einen, dass der Anwalt nur davon ausgehen konnte, dass Heike eine Panne gehabt habe. Konkrete Anhaltspunkte gab es nicht. So, okay, da hake ich mal wieder ein. Dann scheint man damals das Moped wahrscheinlich nicht vernünftig untersucht zu haben, ob es fahrtauglich war oder ob vielleicht dort irgendwelche Reparaturspuren gesehen werden konnten oder bemerkt werden konnten, weil solche Mopeds der Marke Simpson sind natürlich recht einfach gebaut gewesen, so dass man auch einfache Reparaturen so unterwegs durchführen konnte. Aber das scheint nicht stattgefunden zu haben. Es fehlte, also ich gebe wieder bei dem Artikel der Welt, es fehlte da auch am Nachweis, dass Helmut sich zur Tatzeit am oder in der Nähe des Tatorts aufhielt. Irgendein Anhaltspunkt dafür, dass der Angeklagte mit seinem mutmaßlichen Opfer
an jenem Aprilabend zusammentraf, bleiben Staatsanwaltschaft und Nebenklage schuldig. Die einzig konkrete Verbindung zwischen ihm und der Getöteten ist die genetische Spur. In dem BH-Knoten fanden sich zum anderen aber, wie ein Sachverständiger vor Gericht ausführte, neben der DNA von Helmut, Heike Wunderlichs und jenen Ermittlers, der den Fall zur Anklage brachte, eine weitere genetische Spur, die einem Mann zuzuordnen ist. Wer dieser Mann ist, weiß man nicht. Jahrelang beschäftigten sich die Ermittler mit dieser Spur eines Unbekannten. Seit Helmuts DNA aber identifiziert ist, interessierte sich niemand mehr für sie. Die Ermittlungen konzentrierten sich fortan allein auf ihn. Na, da muss ich dann auch mal wieder einhaken. Ist natürlich dann auch immer so ein bisschen kritisch, wenn da zwei Spuren sind, dass man die eine dann vollkommen fallen lässt, weil da kann natürlich leicht ein Verteidiger angreifen, vor allen Dingen, wenn die Beweislage ansonsten so dünn ist. Da hätte man wirklich diese DNA-Spur auch weiter verfolgen sollen und vielleicht hätte man jemand anderen gefunden, der nichts mit der Tat zu tun hat, dann aber ausgeschlossen werden kann, so dass dann die Beweislage gegen Helmut tatsächlich stärker gewesen wäre. Gut, dann bin ich jetzt wieder bei dem Artikel von der Welt. Ähnlich verfuhr man mit zwei von verschiedenen Männern stammenden winzigen Spermaspuren in Heike Wunderlichs Hose. Der eine Mann sagte als Zeuge, ja, wir hatten Verkehr, aber einvernehmlich. Der andere meinte, er habe nie etwas mit der Frau zu tun gehabt und er könne sich die Herkunft der Spur nicht erklären. Ihm hielt die Staatsanwaltschaft zugute, dass er sich wohl nicht mehr erinnern könne. Auch da muss ich mal wieder einhaken. Also, fragt sich jetzt, also es muss wahrscheinlich ihre ganz normale Hose gewesen sein, wo diese Spuren gefunden wurden. So, mit einem hatte sie dann Verkehr, der hat das auch zugegeben. Und dann gibt es noch eine zweite Spur. Gut, der sagt jetzt, er hat mit der Frau nie was zu tun gehabt und könne sich die Spur nicht erklären. Also, im Normalfall erinnert man sich an sowas. Vor allen Dingen, wenn dann, ja, relativ kurz danach so eine Tat passiert. Halte ich jetzt für ein bisschen merkwürdig, diese Aussage. Und, dass ihm der Staatsanwalt dann zu gut hieß, dass er sich wohl nicht mehr dran erinnern könnte. Gut, dazu sage ich jetzt mal nichts, ist auch ein bisschen komisch. Der Verteidiger von Helmut, also ich bin jetzt wieder bei dem Artikel von der Welt, oder beziehungsweise die Verteidiger, boten in ihren Schlussverträgen gegen die dünne Beweislage schweres Geschütz auf. Der Prozess gegen ihre Mandanten stelle eine elementare Herausforderung an den Rechtsstaat dar, sagte der eine Anwalt, und wies nicht nur auf Ermittlungsmängel und mögliche Verunreinigung bei der Tatortsicherung sowie bei der langjährigen Lagerung der DNA seit 1987 hin, als es noch keine Qualitätsstandards bei der Spurensicherung wie heute gab. In 30 Jahren seien zudem Erinnerungen von Zeugen verblasst. Selbst der Angeklagte wisse vieles nicht mehr. Hier zeige sich die ganze Problematik des Falls. Wer kann sich denn noch an all jene Personen erinnern, die er vor 30 Jahren vielleicht flüchtig kennengelernt hat, fragte Verteidiger Schröder. Warum werden dem Zeugen, dessen Sperma gefunden wurde, Vergesslichkeit zugebilligt, dem Angeklagten aber nicht, fragte er. Helmut werfe man vor, er tue nur so, als ob er sich nicht erinnere. Auch da hake ich mal wieder kurz ein, muss ich der Verteidigung irgendwo recht geben? Weil der Angeklagte, also mir fehlt da so ein bisschen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er muss ja relativ kurz vorher etwas mit ihr gehabt haben. Ansonsten würde diese Spur dort nicht auftauchen.
Und wenn diese Frau dann ein paar Tage später in der Zeitung steht, weil ihr das passiert ist, dann erinnere ich mich doch daran. Sorry. Und was ich dann nochmal einwerfen muss, ist, gut, ich denke mal, Heike wird eine Hose auch nicht so lange getragen haben. Dann, dass sich dann auf einer Hose zwei Spuren von zwei unterschiedlichen Männern befunden haben, dass dann auch dementsprechend sie wohl eine Beziehung zu einem älteren Mann hatte, von dem niemand etwas wusste. Das ist natürlich, sage ich mal, auch schon mal recht interessant. Sie scheint also auch so eine Art geheimes Leben gehabt zu haben. Aber machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Artikel aus der Welt. Asservate, etwa ein Merkstück, welches in der Scheide der Getöteten, das möglicherweise auf einen Täter mit abartigen Neigungen schließen lasse, seien inzwischen nicht mehr auffindbar. Es ist zwar Spekulation, sagte der Verteidiger, dass der Angeklagte und Heike Wunderlich sich kannten und die DNA-Spur auf legale Weise an ihren BH geraten sei. Es sei aber genauso Spekulation, dass die Frau eine Panne hatte und der Angeklagte ihr auflauerte. Laut Bundesgerichtshof sei eine DNA-Spur zwar ein bedeutsames, aber gleichwohl nur ein Indiz, das weitere Ermittlungen bedürfe. Natürlich belastet die Spur den Angeklagten. Ein Tatnachweis aber ist sie nicht, betonte der Verteidiger. Man wisse nicht einmal, ob es überhaupt einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Angeklagten gebe. Also Freispruch ihrer Meinung nach. Der Angeklagte Helmut ist von einem Schlaganfall, langjährigem Alkoholmissbrauch und beginnender Demenz schwer gezeichneter Mensch, der kaum in der Lage ist, sich zu artikulieren. Er kann sich selbst mit Hilfe eines Stocks kaum fortbewegen. Er hält Helmut Kohl für den Chef der DDR, kann nicht mehr lesen oder schreiben. Er sei dreimal verheiratet gewesen, sagen seine Verteidiger. Er wisse aber nicht mehr wann und mit wem. Er wisse auch nicht mehr, wie viele Geschwister er habe und wie seine Mutter hieß. Ein Gutachter hatte ihm für jeweils höchstens 2 Stunden pro Sitzungstag Verhandlungsfähigkeit attestiert. Seine Verteidiger bezweifeln, dass Helmut überhaupt verhandlungsfähig und in der Lage sei, sich effektiv gegen den Vorwurf zu verteidigen. Verhandlungsfähigkeit ist etwas anderes als Verteidigungsfähigkeit, trug der Anwalt vor und schilderte, wie schwierig es sei, mit ihm als Mandanten zu kommunizieren. Er ist unfähig, gegebenenfalls ein Alibi zu benennen. Er weiß nichts mehr. Seine Hirnfunktion tut es nicht mehr. Wir als Verteidiger können doch nicht alle entlassenen Umstände in den Mund legen. Der Rechtsstaat müsse hier kapitulieren. 25 Jahre lang hatte man auf eine Spur gewartet, die helfen würde, die Tat an Heike Wunderlich aufzuklären. Dann fand man eine und die muss es nun partout sein, kritisierte die Verteidigung. Der Staatsanwalt hingegen beharrte darauf, dass Helmut immerhin die Stelle gekannt habe, an die der Mord passierte. Macht ihn das schon zum Täter? Am Mittwoch ist der Angeklagte von der Zwickauer Schwurgerichtskammer zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Wegen der Brutalität der Tat stellte die Kammer zudem die besondere schwere Schuld der Tat fest. Damit wird eine vorzeitige Haftentlassung für den Mann erschwert. Verurteilt wurde er zum Zeitpunkt der Tat geltenden DDR-Recht, nachdem auch eine geringere Strafe möglich war. Danach sei der Paragraph 112 für Mord eine Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren oder lebenslänglich vor. Nach der heutigen Rechtslage ist nur eine lebenslange Haft möglich. Gut, das ist jetzt einmal insgesamt der Fall mit der entsprechenden Auflösung. So, mir fehlt natürlich jetzt so ein bisschen die Information, wie ist man denn insgesamt auf ihn als Täter gekommen? Kann ja nur dann gewesen sein, dass seine DNA auch irgendwo in der Datenbank hinterlegt war. So kann ich es auf jeden Fall vermuten. Gut, jetzt gucken wir uns das mal eben ganz nüchtern an. Ich meine, es ist ja wunderbar,
dass dort jetzt jemand verurteilt wurde. Aber irgendwie habe ich da ein bisschen Zweifel dran, dass er es tatsächlich gewesen ist. Seine DNA wurde halt in diesem BH gefunden. Gut, stellt sich natürlich die Frage, wie kamen sie dahin? Gut, jetzt schauen wir uns mal das Alter des Mannes an. Zum Zeitpunkt des Artikels von der Welt, also 2017, war er 62 Jahre alt. Die Tat geschah 1987. Das heißt, 30 Jahre. Das heißt, Helmut war zum Zeitpunkt der Tat 32 Jahre. Da stellt sich jetzt natürlich erstmal eine Frage. Könnte Helmut eventuell der Mann gewesen sein, mit dem sich Heike 1986 zwischen Frühjahr und Herbst des Öfteren getroffen hat? Das ist so einer der ersten Gedanken, die mir direkt gekommen sind. Dieser ist ja nie ermittelt worden. Und da wäre natürlich die Möglichkeit, dass er diese Person ist und das auch erklärt, warum seine DNA in dem BH war. Das schließt natürlich jetzt nicht aus, dass er die Tat nicht begangen hat. Aber gucken wir nochmal weiter. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt. An der Hose finden sich zwei unterschiedliche Spermaspuren. Und also von zwei unterschiedlichen Männern. Ich befürchte mal, dass das jetzt alles nicht so richtig gut untersucht worden ist, dass man wahrscheinlich jetzt nicht überprüft hat, wie alt sind die Spuren jetzt. Ist eine vielleicht schon ein bisschen älter drin, sodass vielleicht beim Waschen irgendwas nicht hundertprozentig rausgegangen ist. Aber sagen wir jetzt einfach mal, die waren relativ frisch. Der eine hat ja zugegeben, dass er was mit ihr hatte. Der andere sagte, er kann sich nicht dran erinnern. Gut, mag man glauben, mag man nicht glauben, wie schon gesagt. Wenn ich mit einer was hatte und die wäre ein paar Tage später als getötet in der Zeitung gestanden, dann würde ich mich auch noch 30, 40 Jahre später dran erinnern. Ohne Frage. So, also anscheinend scheint es in Heikes Leben auch noch andere Punkte gegeben haben, als das, was zum Beispiel bei Aktenzeichen dargestellt wurde. Dass sie in der Kirche aktiv war, in der Jugendarbeit, tanzte und gerne ausging. Anscheinend hat sie Kontakt in einem gewissen Zeitraum mit mehreren Männern gehabt, von denen aber auch ihr nahes Umfeld nichts wusste. Das will ich auf keinen Fall verurteilen, daraufhin will ich nicht hinaus. Aber es kann natürlich sein, dass jemand anderes tatsächlich der Täter war. Jetzt muss man eben gucken. Der verurteilte Täter Helmut soll ihr auf dem Weg aufgelauert haben. Wenn wir uns da noch recht dran erinnern, hat es ja geregnet. Und zwar muss es ziemlich stark geregnet haben, weil es keine Spuren mehr gab. Okay. Dann ist die Frage, wenn die Theorie so stimmt, hatte er es tatsächlich auf sie abgesehen? Weil muss ja, wenn er ihr aufgelauert hat, muss er es ja auf sie abgesehen haben. Aber dann hockt man sich ja doch nicht unbedingt in der Nacht, wo es tierisch regnet, da jetzt in den Wald, an den Weg. Ne? Und zufällig ist so eine Frage, wie schon gesagt, es regnet, man hockt dort, man wartet und dann begeht man die Geschichte. Passt irgendwie nicht. Passt die ganze Geschichte. Ihr könnt mich dann nachher für Geißeln, ist in Ordnung, aber ihr wisst, dass ich da immer relativ gerne spekuliere und dann auch so da meine Meinung sage. Es könnte durchaus ja sein,
dass Heike sich, kurz nachdem sie von ihrer Freundin weggefahren ist, eigentlich nur ein Treffen mit jemandem hatte. Und dass es bei diesem Treffen irgendwo eskaliert ist. Das ist der eine Punkt. Oder sie ist zufällig auf einen ihrer Bekannten getroffen, der vielleicht noch was mit ihr anstellen wollte oder mit ihr irgendwo hingehen wollte und sie das dann abgelehnt hat und gesagt hat, nein, ich muss jetzt nach Hause, ich habe es meinem Vater versprochen. Das sind so ein paar Szenarien, die ich habe. Weil es würde schon irgendwo, denke ich mir, potenzielle Täter geben, die vielleicht auch einen Grund haben. Und ihn dort jetzt auszupicken, weil die DNA stimmt, okay. Aber bei dem anderen, bei dem einen stimmte die DNA ja auch mit der Spermaspur. Der hat gesagt, nee, das hatten wir einvernehmlich. Ja gut, alles klar, dann war das wohl erledigt. Der andere sagt, ah nee, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Sagt die Staatsanwaltschaft auch, nee, ist gut. Alles klar, kein Problem. Und er scheint ja nun wirklich geistig überhaupt mal da gewesen zu sein. Und dann sagt man, ach, der war's. Und es war ja die Sprache auch davon, dass sie sexuell missbraucht wurde. Aber anscheinend hat man seine DNA ja nur in diesem Knoten des BHs gefunden. Ich denke mir mal, dann hätte man auch irgendwas anderes finden müssen. Gut, ich will jetzt nicht zu tief und nicht zu weit spekulieren, aber insgesamt scheint für mich dieses Urteil nicht ganz zu passen. Und man konnte das irgendwie auch in dem Artikel der Welt spüren, dass die so auch nicht ganz mit dem Urteil stimmig waren. Gut, bevor ich noch weiter und weiter und weiter spekuliere, höre ich jetzt erstmal auf. Und schreibt mir jetzt bitte mal in die Kommentare, was ihr euch so denkt. Hat man da den richtigen? Ist der richtige verurteilt worden? Also auch gerne eurem Gefühl nach. Und oder meint ihr auch, irgendwie ist da nicht so richtig ermittelt worden und man hat vielleicht irgendwie nur so einen Buhmann gesucht. So Marke, der kann sich eh nicht wehren. Das passt schon. Und dann haben wir den Fall gelöst. Also da bin ich auch mal wieder gespannt auf eure Kommentare. Gut, das war es jetzt erstmal zu dem Video. Das ist jetzt mittlerweile auch richtig lang geworden. Ich habe da nicht mitgerechnet, dass es so lang wird, über eine halbe Stunde. Okay, machen wir es kurz mit der Verabschiedung. Danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören, je nachdem, wie ihr die Videos konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!